Hohoho und herzlich willkommen zur vierten und letzten vorweihnachtlichen Online-Lektion zur elementaren diskreten Mathematik. Zum Abschluss soll es heute um zwei Begriffe gehen, deren Bedeutung weit über die diskrete Mathematik hinausgeht und die zum Handwerkzeug der gesamten höheren Mathematik gehören, die auch in der Informatik eine große Bedeutung haben: Relationen und Funktionen. Aus der Schule sollten Sie zumindest den Begriff der reellen Funktion kennen. Mit reellen Funktionen können Sie eindeutige Beziehungen zwischen Größenbereichen modellieren, bei denen Sie sich die Größen kontinuierlich vorstellen können, aber nicht unbedingt müssen. So ordnet man etwa in der Physik bei Bewegung der kontinuierlich gedachten Größe Zeit die Größe des zurückgelegten Wegs zu und definiert über den Differenzenquotienten die Durchschnittsgeschwindigkeit und über den Differentialquotienten die Momentangeschwindigkeit. Diese auf der Zahlenmenge der reellen Zahlen operierenden Funktionen behandeln Sie aber in aller Ausführlichkeit in der Analysis, die will ich da gar nicht ins Handwerk fuschen. Wir verallgemeinern diesen Funktionsbegriff hier in zwei Richtungen. Erstens, man muss nicht unbedingt reelle Zahlen, ja noch nicht mal Zahlen oder irgendwie geordnete Objekte einander zuordnen, um von einer Funktion sprechen zu können. Und zweitens, viele interessante mathematische Beziehungen sind gar keine Funktionen, weil sie sind nicht eindeutig. Eine Zahl hat zum Beispiel verschiedene Teiler und unendlich viele Vielfache. Zu einer Geraden in der Ebene gibt es unendlich viele parallele Geraden. Um auch solche Beziehungen erfassen und ihre Eigenschaften beschreiben zu können, benötigen wir den Begriff der Relation. Ein wenig brechen wir dann diese Vorlesung da ab, wo es so richtig interessant würde. Relationen und spezielle Funktionen, nämlich Operationen, benötigt man zur Beschreibung algebraischer Strukturen. Mit einigen davon, ich denke mal Gruppen und Vektorräumen, werden Sie sich näher in der linearen Algebra befassen. Mit anderen, etwa Ringen, dann auch noch in der Zahlentheorie und mit Körpern, sogar in Analysis, lineare Algebra, Zahlentheorie und zum Beispiel auch in der Kodierungstheorie. Im Masterstudium können Sie als Wahlpflichtveranstaltung sogar eine eigene Vorlesung zu algebraischen Strukturen besuchen. In dieser VU machen wir also leider an dieser Stelle so ein bisschen Vorratslernen, beziehungsweise wir hoffen, dass Ihnen dann die Analysis und lineare Algebra etwas leichter fällt, wenn Sie diese Grundbegriffe schon einmal gehört und sich mit ihnen an einfachen Beispielen beschäftigt haben. Was ist jetzt eine Relation? Unter einer Relation versteht man ganz formal aufgeschrieben jede beliebige Teilmenge des kartesischen Produkts von zwei nichtleeren Mengen a und b. Man nennt die Relation auch zweistellig oder binär, weil wir zwei Mengen haben und, das meint das kartesische Produkt, jedes Element der einen Menge mit jedem Element der anderen Menge kombinieren. Es entstehen also Wertepaare, für die wir dann feststellen, ob die beiden Elemente in Relation zueinander stehen. Die Menge aller Wertepaare, wo die beiden Elemente in Relation stehen, nennt man dann kurz die Relation. Wenn wir zunächst mal nur an Mengen mit endlich vielen Elementen denken, können wir das auch etwas weniger formal hinschreiben. Zunächst legen wir eine Tabelle an. Die Elemente von B definieren die Spalten, die Elemente von A definieren meinetwegen die Zeilen. Wenn jetzt AI in Relation zu BI steht, also zum Beispiel 3 ist größer als 2 wäre, wenn wir die ist größer als Relation anschauen, dann schreiben wir das kurz auch als AI, dann so ein dickes R, BI, und in unserer Tabelle würden wir in der entsprechenden Zelle AI, BI ein Kreuz hin machen, also im Beispiel eines in der Zelle 3, 2. Der Relationsbegriff hat dabei so wenig Voraussetzung, dass absolut jede Art, diese Tabelle irgendwie mit Kreuzen zu füllen, eine Relation darstellen würde. Also etwa auch, wenn wir überall ein Kreuz hineinmachen oder auch, wenn wir gar nirgendwo herein ein Kreuz machen. Diese Tabelle ist so eine Art Entsprechung einer Wertetabelle bei einer Funktion, aber weil die Zuordnung nicht eindeutig ist, können wir für ein x, also ein Element aus der Menge a, quasi beliebig viele Werte haben und haben deswegen so viele Spalten, wie die Menge b Elemente hat. Bei einer Funktion kämen wir mit einer Spalte für die Werte aus.
wo wir genau das eine Element aus B hereinschreiben, das dem jeweiligen Element aus A zugeordnet ist. Und ähnlich wie wir Funktionen für Zahlenmengen grafisch in einem Koordinatensystem darstellen können, ist das auch für ausgewählte Relationen möglich. Die Relationen sind hier analog zu Funktionen so dargestellt, dass ich die Elemente der Menge A auf die x-Achse gebe, weil wir diskrete Mathematik machen, nehme ich aber mal nur natürliche Zahlen. Jetzt mache ich immer dann einen blauen Punkt hin, wenn y zu x in Relation steht. Ganz links ist eine Ihnen gut bekannte Relation. Y steht dann in Relation zu x, wenn x kleiner oder gleich y ist. Das ergibt ein Bild, bei dem alle Gitterpunkte unterhalb bzw. auf der Diagonalen einen blauen Punkt bekommen. Sie erinnern sich wohl aus der Schule, die Diagonale selbst hat die Geradengleichung y gleich x und bei allen Punkten unterhalb ist dann eben der y-Wert kleiner als der x-Wert. Ganz rechts haben wir dann eine Relation, wo y genau dann in Relation zu x steht, wenn y ein Teiler von x ist. Auch da sind alle blauen Punkte auf oder unterhalb der Diagonalen, denn y kann ja kein Teiler von x sein, wenn es größer als x ist. Aber es sind eben nicht alle Gitterpunkte Teil der Relation, weil etwa die 2 ja die Zahl 3 gar nicht teilt. Da ist also deswegen am Punkt 3, 2 gar kein blauer Punkt hingemalt. Mit der mittleren Relation haben wir uns in der letzten Lektion bereits beschäftigt. Hier sollen y und x in Relation stehen, wenn sie modulo 3 gleich sind, also bei Division durch 3 derselbe Rest herauskommt. Auch hier ist wieder die Diagonale im Spiel, weil natürlich jede Zahl zu sich selbst modulo 3 gleich sein muss. Und auf der Diagonale liegen ja genau die Punkte, wo y ist gleich x ist, also etwa 2, 2, 3, 3 und so weiter. Bevor wir uns näher mit den Eigenschaften von Relationen beschäftigen, schauen wir uns noch ein paar Beispiele aus anderen Teilbereichen der Mathematik an. Nehmen wir mal an, wir haben die Potenzmenge eines beliebigen Mengenuniversums vor uns. Das könnten etwa alle Teilmengen der natürlichen Zahlen sein. Jetzt vergleichen wir zwei dieser Mengen. Wenn A eine Teilmenge von B ist, dann soll A in Relation zu B stehen. Das ist eine Relation. Wenn wir alle Geraden in der Ebene oder im Raum, das ist eigentlich egal, anschauen, dann ist die Parallelität von zwei Geraden eine Relation. Müssen aber gar nicht beide Elemente unbedingt aus derselben Menge kommen. Wenn P ein Punkt ist und G ist eine Gerade, dann bildet die Frage, ob der Punkt P auf der Geraden G liegt, ebenfalls über der Menge aller Punkte und der Menge aller Geraden eine zweistellige Relation. Englisch heißt Beziehung Relation und in der Tat sind Beziehungen zwischen Menschen, etwa Familienbeziehungen, relativ gute Einkleidung, an dem man sich Eigenschaften von Relationen verdeutlichen kann. So ergeben sich auf der Menge aller Menschen Relationen, wenn man zum Beispiel danach fragt, ob zwei Menschen verwandt sind oder ob A mit B verschwägert ist oder ob Menschen weder verwandt noch verschwägert sind. Diese drei Relationen wären auch alle symmetrisch. Wenn Anton mit Bertram verwandt ist, dann ist auch Bertram mit Anton verwandt. Relationen sind aber nicht immer symmetrisch. Wenn Anton der Sohn von Bertram ist, dann ist die Umkehrung, also dass Bertram gleichzeitig der Sohn von Anton ist, sogar komplett ausgeschlossen. Das führt uns allgemeiner zu den Eigenschaften von Relationen, wobei wir jetzt nur mehr solche anschauen, wo die Elemente beide aus derselben Menge kommen. Solche Fälle wie die mit den Geraden und den Punkten fallen jetzt also so ein bisschen heraus. Kern gibt es für solche Relationen, bei denen beide Elemente aus derselben Menge stammen, drei Eigenschaften. Reflexivität, Symmetrie und Transitivität. Allerdings muss man bei der Verneinung teilweise noch etwas weiter differenzieren, so dass daraus dann 6 Eigenschaften werden. Da haben wir zunächst einmal die Reflexivität. Die fragt, steht ein Element mit sich selbst in Beziehung? Hier gibt es 3 mögliche Fälle. Ja, jedes Element steht zu sich selbst in Beziehung. Zum Beispiel ist jede Zahl auch ihr eigener Teiler oder jeder Mensch gehört zur selben Familie wie er selbst. Es gibt Relationen, wo kein Element zu sich selbst in Beziehung steht. Niemand ist sein eigener Vater, keine Zahl ist größer wie sie selbst. Es gibt aber auch den Fall, dass manche Elemente
mit sich selbst in Beziehung stehen, manche nicht. Fragt man, ob eine Zahl A Primfaktor einer Zahl B ist, so stehen dabei nur die Zahlen zu sich selbst in Beziehung, die selbst Primzahlen sind. Bei allen anderen Zahlen stimmt das nicht. Deswegen muss man immer prüfen, ob eine Relation reflexiv ist. Und wenn sie nicht reflexiv ist, ist sie noch nicht automatisch irreflexiv, wie eben dieses Gegenteil heißt, wo kein Element zu sich selbst in Beziehung steht. Sie kann auch noch keins von beiden sein, also so teils-teils gewissermaßen. Für die Symmetrie gibt es ebenfalls drei Fälle, die sich aber gegenseitig ausschließen und alle drei verschiedene Namen haben. Symmetrisch heißt, dass immer, wenn A in Relation zu B steht, auch B in Relation zu A steht. Beispiel ist die Gerade G parallel zur Geraden H, dann ist auch die Gerade H parallel zur Gerade G. Asymmetrisch ist eine Relation, bei der die Umkehrung nie funktioniert. Wenn eine Zahl kleiner als eine Zahl B ist, dann gilt nie die Umkehrung, also dass gleichzeitig auch die Zahl B kleiner als die Zahl A wäre. Es gibt dann noch den Fall, dass die Symmetrie mit der Gleichheit zusammenfällt, also die Relation für verschiedene Elemente AB immer falsch ist, die also nicht symmetrisch ist, wenn die Elemente verschieden sind, aber dann stimmt, wenn die Elemente gleich sind. Diesen Fall nennt man antisymmetrisch. Dafür ist die Teilmengenbeziehung ein gutes Beispiel. Wenn A eine Teilmenge von B ist und B ist eine Teilmenge von A, dann liegt ja genau Gleichheit beider Mengen vor. Also die ist nicht symmetrisch, wenn das verschiedene Mengen sind. Wenn B ein Element enthält, was A nicht enthält, dann ist A eine Teilmenge von B, aber nicht umgekehrt. Und wenn A ein Element enthält, was B aber nicht enthält, dann gilt das auch wieder nicht umgekehrt. Nur wenn die beide gleich sind, kann man sagen, das eine ist eine Teilmenge von dem anderen und umgekehrt. Da sich diese drei Eigenschaften gegenseitig ausschließen, müssen Sie nur prüfen, ob eine davon gegeben ist, dann sind die anderen beiden automatisch nicht gegeben. Wenn etwas symmetrisch ist, kann es also nicht gleichzeitig auch noch asymmetrisch und antisymmetrisch sein. Es verbleibt noch die Transitivität. Wenn etwa A kleiner als B ist und B ist kleiner als C, dann wird wohl auch A kleiner als C gelten. Nicht alle Relationen sind transitiv. Wenn Albert der Sohn von Bertram ist und Bertram ist der Sohn von Klaus, dann ist Albert aber trotzdem nicht der Sohn von Klaus. Tatsächlich kann man sich diese Eigenschaften ganz gut an den Beziehungen kleiner, kleiner gleich, gleich und ungleich verdeutlichen. Wir nutzen das hier mal, um uns auch klarzumachen, wie man einige dieser Eigenschaften am Graphen erkennen kann. Hier sind die ersten beiden Relationen, kleiner und kleiner gleich, wieder für die Grundmenge n dargestellt, allerdings immer nur bis 12 maximal. Sehr leicht kann man die Reflexivität, Irreflexivität oder keines von beiden prüfen. Es sind nämlich nur die Elemente auf der Diagonalen von Interesse, weil da ja genau die Punkte y ist gleich x angesiedelt sind. Wir dort also sehen, ob eine Zahl zu sich selbst in Relation steht oder nicht. Bei y kleiner x ist das nie der Fall, weil wir zugegebenermaßen eben nur die ersten 12 Werte sehen. Die Relation ist also irreflexiv. Bei y kleiner gleich x sind alle Punkte auf der Diagonalen Teil der Relation. Die Relation ist also reflexiv. Der fehlende Fall, weder noch, würde sich dadurch auszeichnen, dass einige Punkte auf der Diagonalen zur Relation gehören, aber eben nicht alle Punkte auf der Diagonalen. Jetzt noch zur Symmetrie. Würde Symmetrie vorliegen, so zeigt sich das eben auch als Symmetrie des Graphen. Das heißt, diese gestrichelte Diagonale, die erste Winkelhalbierende, sagt man manchmal auch dazu, die müsste eine Symmetrieachse sein. Jeder blaue Punkt unterhalb der Diagonale müsste achsengespiegelt oberhalb der Diagonale wieder vorkommen. Das ist in beiden Fällen nicht so, also ist keine der beiden Relationen symmetrisch. Die kleiner als Relation ist dann asymmetrisch, weil auch die Punkte auf der Diagonalen eben nicht zur Relation gehören. Und die kleiner gleich Relation ist antisymmetrisch, denn hier gehören alle diagonalen Punkte mit zur Relation. Wichtig, im Bild nicht zu sehen ist eine Relation, wo zum Beispiel nur einzelne Punkte auch Spiegelpunkte haben und andere nicht. Oder eine Relation, wo nur einzelne Punkte auf der Diagonalen zur Relation gehören. Auch solche Fälle sind allesamt asymmetrisch, weil die Antisymmetrie verlangt,
dass für alle y gleich x, also alle diagonalen Punkte, die auch mit zur Relation gehören. Zum Vergleich noch die beiden anderen Relationen. Y ist gleich x ist reflexiv, alle diagonalen Punkte sind Teil der Relation, beziehungsweise die Relation sind sogar genau die diagonalen Punkte. Y gleich x ist auch symmetrisch, denn oberhalb und unterhalb der Diagonalen schaut die Relation genau gleich aus. Es gibt nirgendwo Punkte und y ist ungleich x ist genau umgekehrt. Kein diagonalen Punkt ist Teil der Relation, also ist die irreflexiv. Aber y ungleich x ist wieder symmetrisch. Für jeden der blauen Punkte unter der Diagonalen findet man auch den Spiegelpunkt oberhalb der Diagonalen, der zur Relation dazugehört. Uns fehlt die Transitivität der Relation, für die wir kurz an die virtuelle Tafel gehen. Wir prüfen jetzt also auf Transitivität für die Relationen kleiner als, kleiner gleich, gleich und ungleich. Wir fangen mal mit dem kleiner an. Also die Behauptung ist jetzt, wenn a kleiner als b ist und b ist kleiner als c, dann folgt daraus auch a ist kleiner als c. Jetzt machen wir folgenden Trick. Wenn a kleiner b ist, dann existiert, ja, sagen wir mal, ich habe gar nicht gesagt, auf welcher Zahlenmenge wir sind. Sagen wir mal, wir sind in den natürlichen Zahlen, aber die 0 geben wir nochmal rein. Dann existiert eigentlich eine Zahl, ja, die nenne ich jetzt mal t. Da müsste sich nichts bei denken. Ne? Einfach irgendeine natürliche Zahl. Ich hätte die auch 0, n nennen können. Das wäre Ihnen vielleicht noch lieber gewesen. Es existiert jedenfalls eine Zahl t-Element, so dass ich sagen kann, a plus t ist gleich b. Und wenn a kleiner b ist, kann ich irgendeine Zahl zu a dazu addieren und es kommt b raus. Und diese Zahl ist auch von 0 verschieden, weil wenn die Zahl 0 wäre, dann wird da ja stehen, a ist gleich b. So, und jetzt kann ich natürlich genauso sagen, für b kleiner als c heißt das, es existiert eine andere Zahl, nennen wir die mal s, Element n, so dass ich schreiben kann, b plus s ist gleich, na was, c. So, und jetzt zu zeigen ist jetzt gar nicht mehr so viel, sondern zu zeigen ist jetzt, a ist kleiner als c. Das bedeutet aber, ähnlich wie oben, dass es ein R gibt, Element n, so dass ich sagen kann, a plus dieses R ist gleich C. So, jetzt ahnen Sie vielleicht schon, was ich mache. Ich nenne diese Gleichung hier mal 1 und ich nenne diese Gleichung 2. Und jetzt sage ich, einsetzen von 1 in 2. Also, da ersetze ich jetzt das B durch das A plus T. Dann steht da A plus T ist gleich plus s ist gleich c. Aha, und jetzt sage ich einfach, aha, dieses t plus s ist ein r. Also steht da a plus r ist gleich c. Und daraus folgt, dass a ist kleiner als das c. QED, ich freue mich. Damit haben wir den ersten Teil bewiesen. Das war das Ganze für das Kleine. So, jetzt schauen wir mal, was beim Kleiner gleich passiert. Beim Kleiner gleich ändere ich hier nur ganz wenig. Erstmal schreibe ich überall ein Kleiner gleich hin. Ja, dann sagen Sie, was macht der denn da? Der hat ja geschummelt. Der hat da überall ein Kleiner gleich hingeschrieben. Damit das stimmt, muss ich hier nur immer N0 schreiben. Dann passt die ganze Sache wieder. Weil jetzt wäre der Gleichheitsfall eben auch noch dabei. Man zeigen muss, es existiert dann eine Zahl t-Element n, so dass a plus t gleich b ist. Ja, entweder das ist 0, dann sind die beiden gleich, oder es ist kleiner, na, dann ist das hier halt von 0 verschieden. Aber der ganze restliche Beweis läuft völlig analog durch. So, damit haben wir indirekt auch schon gleich geklärt. Bei gleich ist das natürlich trivial. Wenn gilt, a ist gleich b und b ist gleich c, da ist nichts weiter zu beweisen. Da können Sie einfach die Gleichungskette a ist gleich b ist gleich c hinschreiben und damit haben Sie a ist gleich b. So, jetzt fehlt uns nur noch das Ungleich und da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das überhaupt transitiv ist,
Beziehungsweise ich bin mir sogar ganz sicher, dass es nicht transitiv ist. Und wenn etwas nicht vorliegt, dann geht das immer durch ein Gegenbeispiel. Ich gebe mal ein einfaches Gegenbeispiel. 4 ist ungleich 3. Ja, dem stimmen Sie hoffentlich zu. Und andererseits ist es auch richtig, dass 3 ungleich 4 ist. Wenn jetzt aber hier steht ja dann, a ist ungleich b und hier steht, ein b ist ungleich ein c. Aber daraus folgt eben nicht, dass a ungleich c ist. Das folgt nicht, weil, wenn Sie hier oben mal nachgucken, würde ja dann da stehen, 4 ist ungleich 4. Das ist offensichtlich falsch. Also ist die Ungleichheit nicht transitiv. Und damit haben wir auch die Transitivität dieser 4 Basisrelationen gezeigt. Damit sind wir am Ende dieses ersten Teils angekommen. Übungsteil gibt es diesmal wieder erst nach dem zweiten Teilvideo. Hier gibt es jetzt nur die vorweihnachtliche oder nachweihnachtliche, je nachdem, wann Sie es anschauen, Blitzeljagd.